Hallo ihr Lieben, hier ist die Feli von Happy Hippocampus. Euer Traum wäre es, nur die Hälfte der Zeit zu lernen und trotzdem eine Eins zu haben in den Prüfungen oder im Physikum oder im zweiten Staatsexamen? Ist es möglich? Ich kann euch sagen, ja, es ist möglich. Und wenn ihr dran bleibt, dann erfahrt ihr auch wie. Wenn ihr meine Examensserie gesehen habt, dann habt ihr euch vielleicht gefragt, was ist denn jetzt am Ende rausgekommen? Welche Note hat sie denn jetzt bekommen? Ja, das Geheimnis möchte ich heute lüften und ja, es ist eine sehr verrückte und krasse Story, muss ich sagen. Ich hatte ja vor kurzem mein zweites Staatsexamen und da gibt es diesen 100-Tage-Lernplan von Amboss, mit dem eigentlich die allermeisten lernen, die ich kenne. Und ja, der ist so konzipiert, dass man wirklich 100 Tage den ganzen Tag beschäftigt ist mit Lernen eigentlich. Also im Schnitt wäre man dann sicher mindestens 8 Stunden jeden Tag oder mehr beschäftigt, um den Lernplan wirklich so durchzuziehen, wie er vorgegeben ist. Und ich habe mir vorher aber gedacht, ja, irgendwie habe ich nicht so die Motivation und Lust und ja, sehe für mich nicht so den Sinn darin, jetzt die nächsten 100 Tage wirklich nur am Schreibtisch zu verbringen und dann ja, den ganzen Tag nur zu lernen und auch mir die noch so seltenste Krankheit reinzukloppen. Und außerdem wollte ich nebenher lieber noch was für Happy Hippocampus machen. Und deshalb habe ich dann ja, für mich vorher festgelegt, okay, ich mache jetzt einfach nur die Hälfte vom Lernplan. Und dann habe ich mir die allerwichtigsten Lernkarten nur rausgepickt. Die sind ja immer so gekennzeichnet bei Amboss mit so Pünktchen. Je mehr Punkte, desto öfter werden die gefragt. Und ich habe mir nur die Lernkarten mit Punkten rausgesucht und dann die wirklich gut gelernt, aber auch. Und das waren dann ungefähr so die Hälfte aller Lernkarten, die es gibt. Also ich war dann auch meistens echt nur den halben Tag damit beschäftigt und dann den Rest des Tages konnte ich noch andere schöne Sachen machen. Genau, also ich hab trotzdem diese Zeitspanne genommen. Ich habe auch lieber einen Monat noch früher angefangen. Also ich war dann über 100 Tage schon beschäftigt, dafür aber jeden Tag nur die Hälfte der Zeit ungefähr. Ja, und jetzt fragt ihr euch, kann man damit ernsthaft eine Eins schaffen? ja, dadurch, dass ich mit Gedächtnistechniken gelernt habe und wirklich mir immer Routen gebastelt habe und Geschichten, um mir das Ganze einzuprägen, ja, konnte ich mir das Ganze, denke ich, wirklich schneller merken und auch langfristiger. Und in meiner Hammer-Examensserie, da habe ich ja auch schon ab und zu erzählt, dass ich wirklich dann in der Prüfung auch gut von diesen Techniken profitieren konnte. Ja, und jetzt kam das Ergebnis vor ein paar Wochen. Und ja, es ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ich habe nämlich wegen einem Punkt, also wegen einer Frage, die Eins verpasst. Also ja, es waren dann irgendwie 98,8% oder so und ab 90% gibt es dann die Eins. Und im ersten Moment kam dann schon erstmal so ein Ärgergefühl auf und man denkt sich, boah, was? Wegen einem Punkt, das kann doch nicht sein. Oh Mann, ja, viele werden von euch jetzt vielleicht sagen, oh je, ja, krass, wenn man sich darüber aufregt, das sind doch total Luxusprobleme und ja, ich kann es verstehen, wenn viele es nicht verstehen können, wenn man sich vielleicht ärgert, dass man so knapp dann die Eins verpasst hat. Also, weil manche bangen ja wirklich drum, ob sie überhaupt bestanden haben. Also, das verstehe ich total. Aber ich glaube, jedem von euch würde es so gehen, wenn ihr wegen einem Punkt die bessere Note verpasst habt, dass ihr euch dann vielleicht ganz in den Arsch beißen würdet. Ja, und bei mir, wie ich das erfahren habe, im ersten Moment war es dann auch so,
shit. Ein Punkt. Ja, das ist, ja. Im ersten Moment war es sehr ärgerlich, aber dann konnte ich diesen Ärger irgendwie recht schnell auflösen. Also ich habe dann einfach mal beobachtet, was es so in mir gedacht hat und wie es so in mir gebrodelt hat. Ja, weil man denkt sich ja dann, oh, hätte ich nur eine Frage anders angekreuzt, dann hätte ich jetzt eine Eins. Und ich denke, da würden sich die allermeisten wirklich, ja, total ärgern und reinsteigern und sich überlegen, oh, hätte ich nur eine Frage anders angekreuzt und sich Vorwürfe machen und so weiter und so fort. Dann habe ich aber gleich beobachtet irgendwie, wie sich das so anfühlt und was es da so denkt in meinem Kopf. Ja, aber ich musste dann irgendwann mehr anfangen, über mich selber zu lachen, weil ja, dass man sich wegen so einer Zahl aufregt. Also, das ist dann ja wirklich eine Zahl, die da im Zeugnis steht. Und ja, es ist eigentlich verrückt, wie diese Lehre aufgebaut ist im Medizinstudium oder wahrscheinlich allgemein, auch in der Schule oder in den meisten Studiengängen, dass es eigentlich wirklich im Prinzip den Studenten darum geht, was da für eine Note steht. Wobei ja aber das Ziel eigentlich sein sollte, dass man möglichst guter Arzt wird. Also ja, das ist irgendwie ziemlich verrückt. Ja, und ich habe das Ganze dann reframed. Also das bedeutet, ich habe dann einmal mir so vorgestellt, als würde ich mich so ganz weit weg zoomen von der Erde und als würde ich so den Erdball vor mir sehen. Und mich da ganz, ganz winzig mit diesem Problem, dass ich da ja wegen einem Punkt da die Eins verpasst habe. Und da erscheint es auf einmal so winzig und so nichtig. Und das ist eigentlich ja so eine Kleinigkeit und so ein Luxusproblem. Und ja, vor allem, wenn man sich auch vor Augen führt, andere Leute müssen täglich um ihr Leben bangen und ja, wissen nicht, ob sie genug zu essen kriegen und leben in irgendwelchen Krisenregionen und leben ständig in Angst. Und wir regen uns dann auf, weil wir so eine Zahl da nicht im Zeugnis stehen haben, wie wir sie uns vorgestellt haben vielleicht, oder weil wir sie knapp verpasst haben. Also ja, da habe ich mir dann gedacht, ja, wie verrückt ist das eigentlich? Dann habe ich mir auch noch vorgestellt, da habe ich zeitlich reframed, also ich habe mir vorgestellt, was ich da als 80-Jährige in meinem Sesselchen dazu sagen würde. Und dann verliert es gleich so an Bedeutung, so ein Problem oder so eine stressige Situation. Als Omi wird man dann auch sagen, ja, Kind, ist doch egal, ob du da jetzt die Zahl 1 oder die Zahl 2 oder 3 oder 4 stehen hast. Wahrscheinlich bekommst du ja sowieso deinen Job, wie du ihn haben willst, oder am Ende spielt diese Zahl da überhaupt keine Rolle für deine Zukunft und hast dich aber trotzdem total aufgeregt. Ja, und ich glaube, dass sehr viele, vor allem Medizinstudenten, sehr perfektionistisch sind und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es euch auch vielleicht hilft, wenn ihr mal in so einer Situation seid, wenn ihr vielleicht knapp die bessere Note verpasst habt oder ja, euch wegen irgendwas anderem ärgert, dann einfach mal so ein Reframing zu machen. Zoomt euch mal weg von der Erde oder stellt euch vor, wie ihr 80 seid oder 90, was ihr dann dazu sagen würdet. Oder ja, seid dankbar für das, was ihr habt und dass wir in so einem friedlichen Land wirklich leben und ja, in so einer Sicherheit und so weiter. Und ja, führt euch vor Augen, dass das wirklich alles nur mega Luxusprobleme sind. Ja, und so konnte ich diesen Ärger irgendwie relativ schnell auflösen. Und wie gesagt, ich habe dann mehr über mich selber gelacht, dass einem da so eine Zahl so wichtig ist. Und angenommen, es hätte jetzt ab 89,8% die Eins bekommen, dann wäre ich ja auch hundertprozentig zufrieden gewesen mit meinem Ergebnis. Aber nur weil da dieser Cut-off gesetzt wurde bei 90%, ist man dann nicht zufrieden. Also das ist doch auch ein Quatsch, wenn man sich das so überlegt. Ja, gut. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also ich bin überzeugt,
Ich hätte locker auch eine Frage anders ankreuzen können, rein theoretisch. Man mag es das Quäntchen Glück vielleicht nennen. Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass man auch eine Eins schaffen kann, wenn man nur den halben Lernplan macht und halb so viel lernt. Und ja, einen entscheidenden Beitrag dazu haben eben die Gedächtnistechniken geleistet. Also kann ich es euch wirklich empfehlen. Lernt mit Gedächtnistechniken. Es macht nicht nur Spaß, es geht auch viel schneller und bleibt länger hängen. Dann bis bald. Ciao.